Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte heute mit euch über die Neuerscheinungen des Monats Februar sprechen. Denn im Februar kommen wieder super viele tolle Bücher raus, die ich auch gerne alle lesen würde. Leider aus Zeitgründen vermutlich nicht schaffen werde. Aber ich möchte trotzdem mit euch darüber reden. Vielleicht kann der eine oder andere sich davon eine kleine Inspiration holen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten Buch, das tatsächlich nicht unbedingt eine Neuerscheinung ist, aber es ist ein Buch, das eben bereits auf dem Markt ist, das jetzt ein neues Gewand bekommt. Ich spreche von Das Lied der Krähen, also die komplette Krähen-Reihe bekommt eine neue, ich weiß nicht, ob es eine Limited Edition ist, glaube ich eher nicht, aber eine Sonderedition. Ich blende euch die Bilder gerne mal noch hier ein. Wer die Krähen noch nicht kennt, der sollte ganz, ganz dringend erstmal die drei Grischer-Bücher lesen, das heißt Goldene Flammen und Co., denn die Krähenreihe baut auf diese Reihe auf und viele sagen, also viele meiner Leute sagen, dass sie die Krähen schöner empfunden haben. Aber ja, sie bauen auf das Grischer-Universum auf und ich finde persönlich, dass es als Grundwissen immer gut ist, die Vorgeschichte zu lesen. Ein Dieb mit der Begabung, aus jeder Falle zu entkommen. Eine Spionin, die nur das Phantom genannt wird. Ein Verurteilter mit einem unstillbaren Verlangen nach Rache. Eine Magierin, die ihre Kräfte nutzt, um in den Slums zu überleben. Ein Scharfschütze, der keine Wette widerstehen kann. Ein Ausreißer aus gutem Hause mit einem Händchen für Sprengstoff. Höchst unterschiedliche Motive treiben die sechs Außenseiter an, die einen gefährlichen Magier aus dem bestgesichertsten Gefängnis der Welt befreien sollen. Cass Brecker, Meisterdieb und Mastermind, ist nicht der Einzige, der Geheimnisse vor den anderen verbirgt. Und natürlich steckt weitaus mehr hinter dem Auftrag, als die sechs Krähen ahnen können. Dann erscheint am 1. Februar auch der zweite Band der Hältst du mich-Reihe. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass sie so heißt. Falls nicht, dürft ihr mir das gerne verraten. Der erste Band hieß nämlich Hältst du mich, wenn ich vergessen will? Und der zweite Band heißt jetzt Hältst du mich, wenn ich loslassen will? Ich habe den ersten Band auch schon gelesen. Da gibt es auch auf dem Blog eine Rezi dazu. Also für den, den es interessiert, kann sich das gerne mal anschauen. Jetzt erscheint, wie gesagt, der zweite Band und da es sich um eine fortlaufende Geschichte handelt, kann ich euch jetzt natürlich auch wieder nur den Klappentext zu Band 1 vorlesen, der da heißt: Sie will die Vergangenheit endlich ruhen lassen, doch dann kehrt er zurück und will sie genau daran erinnern. 7 lange Jahre sind vergangen, seit Holly von ihrer ersten großen Liebe verlassen wurde. Ohne jegliche Erklärung, ohne jeden Grund. Doch mit Connors Rückkehr werden nicht nur all die unbeantworteten Fragen, sondern auch die dunklen Geheimnisse wieder ans Licht gebracht. Fragen, auf die sie schon längst keine Antwort mehr will. Und Geheimnisse, die alles verändern könnten. Was, wenn die Gefühle noch da sind, aber das Vertrauen bereits zerstört ist? Und was, wenn eigentlich alles ganz anders war, als es damals zu sein schien? Das ist auch nur eine Dilogie, also da wird es keinen weiteren Band mehr geben. Das ist, wenn jetzt dieses Buch erscheint, eine komplett abgeschlossene Reihe. Ebenfalls gestern bereits erschienen ist der finale Band der Down Under-Reihe von Nina Bilinski. Ich habe den ersten bisher nur gelesen, das war dieser No Flames Too Wild, in dem es um die Protagonistin Isabel ging. Im zweiten geht es dann um ihre Freundin Sophie und jetzt im dritten, der da heißt No Waves Too High, geht es um Alicia und um Surfen. Das ist ja für mich wieder so ein Goodie. Ich mag das sehr, ich habe es ja in meinem Buch auch mitverarbeitet. Ich würde auch super gern surfen können, also von daher bin ich schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Und ich kann euch sogar hier den Klappentext vorlesen, weil die Bücher, wie im New Adult-Bereich sehr üblich, voneinander getrennt lesbar sind. Seit einem Haiangriff kann Surferin Alicia keinen Fuß mehr ins Wasser setzen. Sobald sie sich dem Meer nähert, brechen Erinnerungen und Panik über sie herein. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an den Hai-Experten Ethan und bald verbindet die beiden nicht nur ihre gemeinsame Liebe zum Meer. Doch Ethan hat ganz andere Vorstellungen davon, welche Art von Hilfe Alicia wirklich braucht, als sie selbst. Kann sie ihm genug vertrauen, um sich auf ein völlig neues Wagnis einzulassen? Das klingt so, so spannend. Also ich werde mir auf jeden Fall noch den zweiten Band vorher zu Gemüte führen, damit ich mich auf diesen hier vorbereiten kann, weil ich halt einfach so jemand bin. Auch wenn die Bücher unabhängig voneinander lesbar sind, möchte ich sie trotzdem in der richtigen Reihenfolge lesen.
Dann switchen wir jetzt zum 10. Februar. Da erscheint nämlich bei Moon Notes der zweite Band der Night Shadow-Reihe. Der erste hieß ja They Who Guard the Night und der zweite heißt jetzt She Who Alights the Night. Ich habe den ersten immer noch auf der Wunschliste, habe ihn noch nicht gelesen, aber ich weiß, dass es sich auch um eine fortlaufende Reihe handelt. Deshalb, wie immer, kann ich euch auch nur den Klappentext zu Band 1 vorlesen, aber der klingt schon richtig, richtig schön und ich werde mir die Reihe auf jeden Fall vermutlich im Laufe des Jahres noch zulegen. Paris an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Während die Welt um sie im Wandel ist, stürzt sich die mittellose Odette als Mann verkleidet ins rauschhafte Pariser Nachtleben, wo sie ihre magischen Fähigkeiten entdeckt. Sie gehört zu einer kleinen Gruppe von Menschen mit nachtbezogenen Fähigkeiten, der Bruderschaft der Nachtschwärmer. Mehr noch, sie ist nicht nur die einzige Frau in diesem Männerbund, sondern auch die einzige, die das Licht und nicht die Dunkelheit beherrscht. Gemeinsam mit dem reichen Schattenspringer Eugene kämpft sie gegen einen Orden, der es auf ihre Fähigkeiten und Familie abgesehen hat und für eine Liebe ohne Standesschranken. Ebenfalls am 10. Februar bringt meine liebe J.K. Blum einen neuen Band ihrer Talbrem-Reihe raus. Der erste hieß Trügerisches Herz, der zweite Blinder Zorn und der dritte jetzt Trügerische Wahrheit. Klingt alles mega gut und die Reihe ist auch sehr, sehr toll. Also ich habe Band 1 und 2 schon gelesen und kann euch wirklich sagen, die Reihe ist echt richtig, richtig gut. Es gibt insgesamt 4 Bände oder es wird 4 Bände geben und jetzt am 10. Februar erscheint Band Nummer 3. Ich werde euch natürlich jetzt nicht den Klappentext zu Band Nummer 3 vorlesen. Ich erzähle es bei jedem Buch, aber ihr wisst, bei Reihenfortsetzungen werde ich euch definitiv nicht spoilern. Kira Jane Brooks ist eine Talidutsch. Wie alle Bewohner Talbrems kann sie mittels spezieller Edelsteine magische Kräfte beschwören, die ihr das Leben angenehmer gestalten. Aufgewachsen in den höheren Kreisen hilft die 17-Jährige ihrem Vater dabei, die Regierung Talbrems zu unterstützen. Bis zu jenem Tag, als der Verbrecher Cameron sie entführt, um an ein gut gehütetes Familiengeheimnis zu gelangen. Da Kira sich weigert, es ihm zu verraten, stiehlt er ihr Herz. Zwar lebt eine Talidutsch auch ohne Herz weiter, allerdings höchstens 2 bis 3 Jahre. Cameron stellt ihr damit ein Ultimatum. Entweder sie verrät ihn innerhalb der verbliebenen Zeit, was er wissen will, oder sie stirbt. Kira lässt sich davon nicht einschüchtern und will ihr Herz zurückholen. Dabei muss sie allerdings über ihren Schatten springen und sich mit Kiel, dem Sohn des Regierungsmitglieds, verbünden, dessen arrogante Art sie verabscheut. Dennoch setzt sie alles auf eine Karte und trifft eine Entscheidung, die nicht nur ihr Herz gefährden könnte, sondern auch jene, für die es schlägt. Am 16. Februar erscheint ein Buch, auf das ich mich auch schon arg freue und das eigentlich so ein bisschen aus meinem üblichen Beuteschema rausspringt. Storchenherzen ist nämlich ein ganz, ganz besonderer Roman über 2 Hebammen und seit ich ja die Erfahrung mit Hebammen und Co. gemacht habe, bin ich da viel anfälliger dafür, auch mal in diese Richtung etwas zu lesen, vor allem weil die beiden Hebammen im Klappentext mich an die Ärztinnen und die Hebammen bei mir in der Praxis erinnern. Aber hört einfach mal selbst. Helga betreibt zusammen mit Kollegin Monika eine kleine Hebammenpraxis. Zwar liebt Helga ihren Job, aber nicht alle werdenden Mütter können mit ihrer ruppigen Art etwas anfangen. Zum Glück taucht Madita auf. Sie ist seit kurzem ausgebildete Hebamme, 20 Jahre jünger und strotzt vor Tatendrang. Helga ist entsetzt. Madita redet ohne Punkt und Komma, ist ekelhaft fröhlich und macht laufend esoterische Verbesserungsvorschläge. Zu allem Überfluss hat Helga eine handfeste Ehekrise. Auch für Madita ist der Start ruckelig. An ihrem ersten Tag verursacht sie beinahe einen Unfall. Doch statt der Versicherung tauchen plötzlich lästige Verliebtheitsschmetterlinge auf. Ebenfalls am 16. Februar und ebenfalls im DTV-Verlag erscheint ein weiteres Buch, Stoneblind, der Blick der Medusa. Das Cover sieht richtig, richtig cool aus und ich dachte tatsächlich bei Stoneblind, es wäre eine englische Ausgabe, aber habe dann natürlich gesehen, dass es auch die deutsche Version gibt und ich bin ja so ein Fan dieser ganzen Mythologie-Geschichte und Medusa ist für mich ein super interessanter Charakter. Deshalb musste dieses Buch unbedingt heute mit ins Video. Medusa wächst bei ihren Schwestern auf und merkt schnell, dass sie anders ist. Eine Sterbliche in einer Familie von Göttern. Von ihrer Schönheit angezogen bedrängt der Meeresgott Poseidon sie im Tempel der Athene. Die Göttin wähnt ihren Tempel entweiht und lässt ihre Wut an der Unschuldigen aus. Medusa wird in ein Monster mit Schlangenhaaren verwandelt, das kein Lebewesen mehr ansehen kann, ohne es zu Stein erstarren zu lassen. Aus Rücksicht verdammt Medusa sich zu einem Leben in der Einsamkeit, bis der junge Perseus sich aufmacht, das Haupt eines Ungeheuers zu erlangen.
Dann erscheint am 21. Februar ein Buch, das ich als sehr, sehr spannend empfinde, weil es wieder aus einem Autorenduo besteht. Nämlich hat die liebe Annabel Steel sich mit der Nicole Böhm zusammengetan und einen Roman geschrieben, beziehungsweise eine Romanreihe geschrieben. Das ist die Be Wild Serie. Der erste Band erscheint jetzt, wie gesagt, am 21. Februar und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was die beiden denn da auf die Beine gestellt haben. Ich habe mir tatsächlich den Klappentext noch nicht vorgelesen. Also es wird jetzt auch das erste Mal sein, dass ich den Klappentext höre. Aber Annabel Steel ist auch einfach so eine Autorin. Ich kaufe da einfach unwissend alles, weil ich ihren Schreibstil einfach so, so, so schön finde. Und es ist auch mal wieder ein Buch mit limitiertem Farbschnitt in der ersten Auflage. Nur zur Info. Mit ihrem neuen Job in der angesagtesten Influencer-Agentur New Yorks geht für Shay ein Traum in Erfüllung. Nicht nur, dass sie in die Fußstapfen ihres Onkels und Mentors tritt, sie kann darüber hinaus einen positiven Einfluss auf Social Media nehmen. So zumindest ihre Hoffnung. Doch es ist nicht so leicht wie gedacht, sich in New York zu behaupten. Das muss auch Shays bester Freund Tyler feststellen, der gemeinsam mit ihr eine Neustadt wagt. Shays Kollegin Ariana und die Fotografin Evie versuchen in der Weltstadt ebenfalls nach den Sternen zu greifen und müssen dabei so manchen Rückschlag hinnehmen. Aber ihre Freundschaft gibt den Vieren die nötige Kraft, die eigenen Träume niemals aus dem Blick zu verlieren. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass es in jedem Buch auch um die Geschichte einer der Freundinnen geht. Dann dürfen wir uns diesen Monat auf den zweiten Band der Like Us-Reihe von der lieben Marie Niebler freuen. Ich habe den ersten Band tatsächlich noch nicht gelesen. Das ist ja We Are Like the Sky und jetzt heißt We Are Like the Sea und jetzt heißt der neue We Are Like the Sky. So, und ich glaube, die Bände kann man auch unabhängig voneinander lesen. Wenn ich mir jetzt so die Klappentexte angucke, ist es auch wieder dieses New Adult-Schema. Ich finde, die Cover sind auch furchtbar, furchtbar schön und ich freue mich auch drauf, wenn ich die drei in meinem Regal stehen habe. Der dritte heißt, glaube ich, We Are Like the Wind und ist so komplett gelb. Also das wird richtig, richtig schön, wenn die im Regal stehen. Aber um was geht es? Als Livy nach 10 Jahren wieder Kontakt zu seiner Kindheitsfreundin Riven aufnimmt, könnte der Anlass nicht trauriger sein. Ausgerechnet er war es, der ihren Vater orientierungslos am Strand vorfand. Nun möchte er alles tun, um ihr beizustehen. Denn auch nach all den Jahren spürt er eine tiefe Verbundenheit zu Riven. Sie scheint seine Gefühle zu erwidern. Doch je besser Livy sie neu kennenlernt, oder Levi, bin mir nicht sicher, desto mehr zweifelt er daran, ob er gut genug für sie ist. Sein Leben als einfacher Fischer ist so weit weg von der glamourösen Welt, in der Riven zu Hause ist, wie es nur sein kann. Wie soll er ihr und ihren Träumen wirklich gerecht werden, wenn er nicht einmal seine eigenen verwirklichen kann? Auf das nächste Buch bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Davon habe ich tatsächlich erst vor kurzem das erste Mal gehört, habe mich aber sofort in das Cover verliebt. Ich zeige es euch mal schnell. Wie schön ist das bitte? Das Buch A Magic Steeped in Poison, was uns verwundbar macht. Das Buch der Teemagie, Band 1. Also der Titel klingt einfach schon mega, mega gut und ich bin sehr gespannt. Ich habe mich auch nicht nur das Cover verliebt, sondern ich finde den Klappentext auch mega ansprechend. Aber dieses Cover, es ist einfach mal so was komplett anderes und ich finde es einfach total klasse. Und vor allem habe ich auch von der Autorin noch nichts gelesen und lasse mich da auch gerne mal überraschen, was sie so an Schreibstil und Worldbuilding und Co. zu bieten hat. Ning hat nur ein Ziel. Sie muss das Leben ihrer kleinen Schwester retten, denn nach dem Tod ihrer Mutter könnte sie nicht noch einen Verlust ertragen. Und so nimmt sie die Einladung zum Wettkampf der mächtigsten Teemagier des Reiches an, obwohl sie gar nicht für sie bestimmt ist. Denn wer diesen Wettkampf gewinnt, hat einen Wunsch frei. Ning reist in die kaiserliche Stadt, deren Reichtum und Extravaganz ein Schock für sie sind und betritt eine völlig neue Welt. Hier ist sie umgeben von Feinden, jede Runde ist ein Kampf auf Leben und Tod und nichts als ein paar getrockneten Kräuter sind Nings Waffe. Nur ein Fremder scheint in ihr mehr zu sehen als sie selbst. Wird ihr helfen, den Wettkampf zu gewinnen oder ist er für sie die größte Gefahr? Erinnert mich so ein bisschen an ein Kleid aus Sternen und Seide, Seiden und Sterne. Nur, dass es da ums Nähen geht und hier um Tee. Dann erscheint endlich ein Buch, dem ich schon so hart entgegenfiebere. Das Buch will ich schon lesen, seit ich Band 2 beendet habe. Ich spreche nämlich von Westwell. Der dritte Band erscheint endlich. Der da heißt Hot and Cold. Und ich habe euch schon so oft von diesem Buch vorgeschlagen. Ihr müsst diese Reihe unbedingt lesen. Es ist einfach Romeo und Julia meets New York High Society. Es ist einfach grandios. Riesengefühle, Riesendrama, Riesenintrigen.
Ich liebe es. Ich lese euch aber jetzt natürlich den Klapptext zu Band 1 vor, weil bei Lena Kiefer ist das nicht jeder Band eine andere, ein anderes Pärchen, sondern es ist fortlaufend. Als Helena Weston nach New York zurückkehrt, hat sie nur ein Ziel, den Ruf ihrer Schwester wiederherzustellen, koste es, was es wolle. 2,5 Jahre ist es her, dass Valerie und ihre große Liebe Adam nach einer Partynacht tot in ihrer Hotelsuite aufgefunden wurden. Und seitdem lässt Adams Familie keine Gelegenheit aus, Valerie die alleinige Verantwortung am tragischen Tod der beiden zu geben. Einzig Helena glaubt fest an die Unschuld ihrer Schwester und sie setzt alles daran, herauszufinden, was in jener schicksalshaften Nacht wirklich geschehen ist. Aber auf der Suche nach der Wahrheit kommt ihr ausgerechnet Josiah Caldwell, Adams jüngerer Bruder, in die Quere. Helena weiß, dass sie Jess eigentlich mit jeder Faser ihres Seins hassen müsste. Und doch weckt er Gefühle in ihr, gegen die sie schon bald machtlos ist. Ebenfalls am 22. Februar erscheint ebenfalls ein dritter Band, auf den ich mich schon sehr, sehr freue. Nämlich der dritte Band der Hungry Hearts-Reihe von Nena Tramontani. The Way We Melt heißt der. Und ich liebe diese Reihe einfach. Ich liebe diese Reihe, vielleicht nicht so sehr wie Westwell, aber sie hat sowas anderes, was mich total gecatcht hat. Es geht um sehr, sehr starke Emotionen, sehr, sehr viele Ereignisse, die einen geprägt haben und wie man damit umgeht. So würde ich es jetzt mal behaupten. Im dritten Band geht es auch um Darcy und den Charakter kennen wir halt schon aus den ersten Bänden und ich bin sehr gespannt auf die Geschichte, die Nena da für uns bereithält. Ihre Gefühle hält Darcy seit Jahren unter Verschluss. Niemand weiß, wie hart das letzte Jahr für die junge Köchin im Sterne-Restaurant Prisma war. Wie weh es tat, als Nicholas, der älteste Sohn der Restaurantbesitzer, seine Heimat Goldbridge auf der Suche nach Freiheit verließ. Wie besonders ihre Verbindung war. Als Nick auf einmal wieder auftaucht und ganz selbstverständlich ein Food-Styling-Projekt initiiert, kann Darcy ihre Wut kaum im Zaun halten. Da sie für ihre kreative Ader bekannt ist, fällt ausgerechnet ihr die Aufgabe zu, die feinen Gerichte für Nicks Fotos in Szene zu setzen. Mit Genugtuung bemerkt sie, dass er ohne sie aufgeschmissen ist, aber auch, wie hervorragend sie sich immer noch ergänzen. Darcy fühlt sich nicht nur von Nick verraten, der sie im Stich ließ, sondern auch von ihren Gefühlen, die plötzlich in ungeahnter Intensität aufflammen. Dann erscheint am 24. Februar ein Buch, auf das ich mich schon sehr, sehr gefreut habe, weil ich Band 1 bereits mein eigen nenne. Ich habe ja Springstorm als Buchschnittopfer auf der Buchmesse gekauft, bei der Bücherbüchse, mit einem wundervollen Farbschnitt. Ich verlinke euch gerne mal hier das Video mit den Büchern, die ich auf der Messe gekauft habe. Er ist wunderschön und ich hätte gerne auch jetzt Band 2 in dieser Aufmachung, aber leider ist er bei der Bücherbüchse schon ausverkauft. Ich habe, glaube ich, einen Tag, nachdem es online ging, das Buch bestellen wollen und es war einfach weg. Und ihr wisst, was das bedeutet. Ich werde ein Buch mit Buchschnitt und eins ohne haben. Das geht nicht. Deshalb werde ich jetzt bei eBay Kleinanzeigen die Augen aufhalten, bis ich Band 2 in dieser Buchschnittvariante ergattern kann. Komme, was wolle. Nein, komme nicht, was wolle. Ich verkaufe keine Niere dafür, aber ich möchte es unbedingt haben. Dornen und Hoffnung heißt übrigens der zweite Band und ist, ja, natürlich wieder wunderschön, wie man es von Marie Grashoff gewohnt ist. Sie ist einfach ein Künstler, was Cover angeht. Und ich werde euch jetzt mit dem Klappentext von Band 1 beglücken, weil es nämlich auch eine fortlaufende Geschichte ist. Cora hat immer Glück, auch dann, als sie endlich an der Academy of Cosmic Powers aufgenommen wird, jenem Internat für Menschen, die nach einem Meteoriteneinschlag besondere Fähigkeiten entwickelt haben. An ihrem ersten Tag lernt sie dort die aufmüpfige King kennen, die alles verkörpert, was sie selbst gerne wäre. Sie ist mutig, selbstbewusst und kann die Struktur von Materie verändern. Aber King macht ihr schnell klar, dass sie nichts von Cora hält. Als allerdings ein Krieg zwischen Cosmics und Menschen auszubrechen droht und die Academy angegriffen wird, ist Zusammenhalt wichtiger denn je. Auch zwischen Cora und King. Können sie in Anbetracht der Gefahr ihre Feindschaft überwinden? Carlsen wirft uns im Februar auch noch ein weiteres Buch auf den Markt, auf das ich mich sehr, sehr freue. Und zwar am 24. Februar erscheint der zweite Band der Witches of Silent Creek Reihe von der lieben Isla Date. Und ich habe euch ja mit dem ersten Band schon arg zugemüllt. Sei es jetzt bei meiner Weihnachtswunschliste, sei es bei meiner 23 für 23 Liste, sei es beim Subvoting. Ich habe euch schon so oft dieses Buch vor die Nase gehalten. Deshalb werde ich dazu jetzt auch nicht mehr viel sagen. Ich liebe das Cover. Ich liebe Eilers Schreibstil. Ich
möchte es ganz, ganz unbedingt bald lesen. Ich wollte es eigentlich im Januar lesen, aber dachte mir dann, wenn im Februar Band 2 rauskommt, dann lese ich doch einfach beide direkt in einem Rutsch. Und deshalb, ja, habe ich es noch nicht gelesen. Das ist eigentlich der einzige Grund. Ja, jetzt lese ich euch aber noch den Klappentext vor. Zum 328. Mal. Nach dem mysteriösen Tod ihrer Eltern zieht es Helena in die Heimatstadt ihrer Mutter nach Silent Creek, einer rätselhaften Kleinstadt an der schottischen Küste. Was die junge Studentin nicht weiß, an diesem rauen Ort ist nichts normal. In Silent Creek herrschen düstere Kräfte, die Hell vor allem in Tyrell Burnett zu spüren glaubt, ihrem hochmütigen, geheimnisvollen und erschreckend attraktiven Kommilitonen am Creeks College. Ausgerechnet er rettet ihr jedoch in einem verheerenden Moment das Leben. Hell wird klar, dass dunkle Mächte wirklich existieren und die Menschen bedrohen. Das Schlimmste, sie fühlt sie in sich selbst. Dann dürfen wir uns auf die Fortsetzung von Ich bin dein Schicksal von Kira Licht freuen, das da heißt Wir sind die Ewigkeit, der zweite Band der, wie heißt die Reihe? Dusk and Dawn Reihe. Ich glaube, es ist auch nur eine Dilogie, wenn ich das richtig weiß. Ich habe den ersten Band ja damals in einer Leserunde gelesen. Ich habe vom ersten Band damals eine wundervolle Bloggerbox vom Verlag zugesandt bekommen. Ihr könnt gerne mal bei Instagram schauen. Ich glaube, da habe ich ein Reel drüber gedreht, ein Unboxing. Ja, ich finde die Aufmachung von diesen Büchern einfach wieder wunderschön. Auf der Buchmesse hatten sie auch eine riesen Wand mit dem Cover quasi. Und es gab Postkarten. Ich glaube, hier irgendwo liegt noch eine von den ganzen Edelsteinen. Warten Sie kurz. Irgendwo hier liegt doch sowas. Genau, wusste ich doch. Ein Mensch, der nicht so oft seinen Wohnzimmertisch aufräumt, der hat natürlich noch sowas. Also da seht ihr auch nochmal die beiden Cover. Ja, genau, da gab es 1000 von diesen Karten mit den ganzen Edelsteinen und die haben wir natürlich alle mitgenommen. Wir sind dann, glaube ich, 85 Mal an dem Stand vorbei, damit wir im Laufe der 3 Tage Buchmesse auch wirklich alle Karten einsammeln können. Es gab nämlich nicht immer alle vorrätig. Die wurden dann zwischendurch mal aufgefüllt und wenn man beim nächsten Mal vorbeigelaufen ist, hatte man vielleicht Glück. Dann hieß es immer, hier gibt es gerade schwarze Karten. Braucht noch jemand eine schwarze Karte? Braucht noch jemand eine rote Karte? Das war schon sehr witzig. Aber ich schweife schon wieder ab. Ich wollte euch eigentlich nur erzählen, um was es in dem Buch geht. Die 17-jährige Erin besitzt die Gabe, Noctua zu sehen. Dämonenartige Wesen, die über Leylinien auf die Erde gelangen und deren Welt nun durch menschliche Angst existiert. Eines Nachts steht wieder erwarten Callahan vor ihr. Erins erste große Liebe, die vor Jahren ohne ein Wort verschwand, auf einmal ändert sich alles. Denn Cal gehört zu den Alpha, dem höchsten Rang der Noctua, und er möchte sie zurückgewinnen. Plötzlich sieht sich Erin nicht nur mit unerwartet verwirrenden Gefühlen konfrontiert, Cals Vater will die Beziehung der beiden um jeden Preis unterbinden. Und dann kommt es in ihrer Heimatstadt noch zu Angriffen durch die Noctua. Gemeinsam mit Cal stellt sie sich der Gefahr und riskiert dabei nicht nur ihren Kopf, sondern auch ihr Herz. Last but not least kommen wir zu dem letzten Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, beziehungsweise ist es eine ganze Reihe. Nämlich erscheint die Masterclass-Reihe von der lieben Stefanie Hasse an einem Tag. Also sowohl Band 1 als auch Band 2 erscheinen an diesem Release-Day. Und das ist in der Buchszene ja eher unüblich, aber ich finde das richtig klasse, weil Steffi auch dafür bekannt ist, richtig böse Cliffhanger zu schreiben. Finde ich das mal sehr gut, wenn man dann direkt mit dem zweiten Band weitermachen kann. Das war bei ihrer, wie heißt sie, Matching Night Reihe, ja genau so, das sind die beiden Bücher auch an einem Tag erschienen, was ich persönlich sehr, sehr feiere. Ja, der erste Band heißt übrigens Blut ist dicker als Tinte und der zweite heißt Mut kommt vor dem Fall. Da hat sie bei Instagram auch ein ewig langes Titelraten gemacht, bis wir dann endlich mal die finalen Titel zusammen hatten, war richtig witzig. Und jetzt erzähle ich euch natürlich auch, um was es in der Reihe geht. Ein Schreibwettbewerb in Cornwall. 9 konkurrierende Autorinnen und Autoren und jemand schreibt über dich. Eigentlich hatte sich Riley auf den Schreibwettbewerb auf Masters Castle gefreut. Schließlich lernt sie ihren Online-Schreibgruppe dort endlich persönlich kennen und kommt ihrem Traum, Autorin zu werden, näher. Doch dann reicht jemand bei der Jury anonym Geschichten über Riley ein, mit geheimen Details aus ihrem Leben. Wer steckt dahinter? Hat Killian, Masters, Jurymitglied und Sohn der Gastgeber etwas damit zu tun? Als die Geschichten zunehmend bedrohlicher werden, gerät Riley in Gefahr. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend und ich freue mich wirklich sehr auf diese Reihe. Ich habe sie auch schon vorbestellt, weil ich einfach nicht mehr warten kann. Ihr Lieben, das waren alle
Neuerscheinungen, die ich euch für den Februar präsentieren wollte. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr, aber das würde einfach hier den Rahmen sprengen. Zum Beispiel kommt im Februar auch noch der dritte Band der Mörderfinderreihe von Arno Strobel. Da gibt es auch bei uns im Drachenwinkel-Buchclub wieder eine Leserunde dazu. Also wer daran Interesse hat, dem verlinke ich gerne unseren Discord-Server. Da gibt es jeden Monat ein neues Buch, das wir gemeinsam lesen und über das wir gemeinsam diskutieren. Ich glaube, der Arno ist im März dran, Februar oder März dran. Ich muss nochmal genau gucken, aber das seht ihr auch unten im Discord-Server, wenn ihr euch einloggt. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin sage ich einfach Tschüss.